Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zum Let's Play Transport Fever, wo wir wieder vor viele neue Aufgaben gestellt sind, zu versuchen, hier irgendwie ja, das Ganze halbwegs sinnvoll zum Laufen zu kriegen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz genau wie. Ist doch recht, ja, ist nicht so einfach das Level, wie man es zunächst vielleicht annimmt. Wenn wir jetzt von hier auch nochmal so eine Straße, oder hier kann man ja eigentlich anschließen, ne? Dann macht man da, schließt man an. Wir machen ein paar mehrere LKWs. Wir haben ja eh genug LKWs. Wir müssen ein bisschen auf die Kosten achten. Das heißt, wir müssen versuchen, halbwegs gerade Strecke zu bauen, was natürlich dann immer wesentlich schneller ist. So, das ist mit Abstand das günstigste. Ja, immer rauf. 215, 117. Ein bisschen zu hoch geworden. Ist auch noch viel weiter. Also hier ist auf jeden Fall schon mal der Steinheini. Jetzt könnten wir überlegen, von da hier rüber, weil wir dann eh an dem Steinheini wieder vorbei müssen. Das ist vielleicht sogar nicht so blöd. Das kostet mal schnell irgendwie viel Geld. 700.000, das kostet 600. Das kostet nur 181, nehmen wir doch das. So, 162 ist auch in Ordnung. Dann mal ein neues Depot, wa? Ne, wir brauchen erstmal ein paar hier Verladepunkte. Hier kommt mal einer hin. Ein bisschen drehen das Ganze. So, für Steine. Hier schon mal die Steine. Hier holen wir die Schlacke. Mal gespannt, ob es gleich alles zum Laufen beginnt hier. Vor allem auch, ob das mit den Zügen soweit funktioniert. Das wird nochmal echt spannend, aber merkt, oh, der Streckenabschnitt hier ist belegt. Also erstmal nicht fahren. Weil wir nur dieses doppelte Stück hier haben dann, wo die sich sozusagen ausweichen können, wo einer warten kann, bis der andere vorbei ist. Aber das müsste trotzdem ein bisschen schneller gehen. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr Schwung hier in den Stahl- und Kohlezulieferung, weil die haben ja echt immer Probleme hier. Linie 8 sind 7 hier, Linie, was ist hier? Hier wartet auf Linie 4 ganz viel Stahl. Und hier ist richtig viel eigentlich im Lager, 115. Ich weiß gar nicht genau, warum die so wenig abtransportieren. Vielleicht gibt es nochmal eine Station hier. Das ist ja schön bunt hier, ne? Wir machen nochmal eine neue Linie von hier nach da. Das ist Linie 9. Dann brauchen wir natürlich noch eine mehr. Ist dann auch von diesem Punkt hier. Ja, noch eine Linie. Von dem hier hin. So, da rüsten wir jetzt jeweils erstmal ein Fahrzeug für. Also hier weisen wir erstmal jeweils ein Fahrzeug zu. Einmal Linie 9. Und wenn die dann oben angekommen sind oder so, weisen wir den nochmal ein zu. Einmal Linie 10. So, passt. Na, das geht gleich los. Weiter geht's. Das ist ja nur eine Sache gewesen. Wir sind hier immer noch nicht ganz zu Ende. Passt schon. Erstmal hier hin. Wird sogar eng, das zu vergrößern. Das war ein bisschen dumm gesetzt wahrscheinlich. Solange es noch nicht sozusagen befahren wird, kann man es ja einigermaßen. Und ne, jetzt haben wir nicht überall Busstellen gesagt. Ne? Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Da war mal wieder ein bisschen jemand ungeschickt. Das jetzt echt überall gemacht. Nicht euer Ernst. Malmö-Transfer. Ja, wir wollen bestimmt nichts transferieren. Oh nö, Leute.
Ja, zu spät gesehen. Eindeutig. Heißt, wir müssen wieder ein bisschen aufräumen. Linie 9. Fahrzeug ins Depot. Fahrzeug ins Depot. Löschen. Löschen. So, Linie 8. Kann wahrscheinlich eigentlich doch gar nichts transportieren, weil hier oben... Ach doch, da haben wir letztes Mal richtige gesetzt. Okay. Müssen wir nur noch den abreißen. Und den abreißen. Und neu bauen. Also das ist ein richtig umfangreiches Verkehrsnetz, was wir hier aufbauen. Das kostet uns also auch eine Menge Transportnetz vor allem. Das kostet uns eine Menge Kohle. Bau nicht möglich, aber wir hier so ein bisschen blöd schon aufgeschüttet haben. So, guck mal, da haben wir da einen. Hier ist schon ein richtiger. Fehlt uns aber noch der passende hier unten. Dann müssen wir immer durch die Stadt durch. Ist auch immer blöd. Na gut. Ich glaube, den sollte man vielleicht gleich mal aufrüsten. Kostet ja nicht so viel. Das kostet auch echt nichts. Sowas macht eigentlich schon immer Sinn. So, Depots. Was kostet so ein Depot? 47.000 oder so. Also setzen wir hier oben in der Mitte eins an. Das muss ja auch darüber fahren. Jetzt kaufen wir hier erstmal 4. Neue Linie geht los. Alles noch ein bisschen verwirrend hier, ne? Was wir hier vorhaben, ich weiß es nicht. Also hier Steine. Hier Steine hin. Dann von hier dorthin. Um. Oh, da wieder hinzufahren. Linie 9. Ne, den brauchen wir nicht. Den übrigen Süd nehmen wir wieder weg. So, Linie 9 ist fertig. Ja. Dann nehmen wir mal ihm hier und weisen den Linie 9 zu. Ja, erstmal nur ein, was dauert ja mal ein bisschen, bevor da die Steinlieferanten überhaupt erst anfangen zu arbeiten. Vergeht ja immer ein bisschen Zeit, ne? Also nehmen wir noch eine weitere Linie und dann gehen wir auch gleich mal wieder in Play-Modus und gucken, ob das alles funktioniert, was wir hier machen. Von hier geht eine neue Linie. Hierhin. Geht dann hierhin. Und sozusagen wieder zurück. Das passt, müsste funktionieren. Linie 10 kriegt dann auch nochmal ein Fahrzeug. So, von hier. So, Linie 10. Wir gehen mal wieder in Play-Modus und gucken, wie viele Fahrzeuge. Ich meine, gut, die LKWs verfahren sich ja nicht. Die können höchstens irgendwo feststauen. Und gucken, ob unsere komische Transporttrasse hier funktioniert. Und das ist wahrscheinlich eher, kann man vorstellen, nicht der Fall. Ich würde es auch nochmal besser finden, wenn wir sagen, er muss von hier aus gesehen, er muss die rechte Trasse nehmen. Also würden wir mit einem kleinen Ministück Verbindungskrams, können wir wahrscheinlich hier einfach verbinden. Einfach nicht, weil es zu eng wird. Jetzt müssen wir nicht warten, bis der andere tatsächlich weg ist und er steht ja ganz schön weit hinten, ne? Aber das einfach mal abreißen und den hier versuchen irgendwie anzubasteln. Kriegen wir nicht hin wegen... Ist zu weit weg, da haben wir zu blöd gebaut. Noch ein Stück wegnehmen. Ja, ist rausgeschmissenes Geld. Aber so kommen wir jetzt hier hin, hier neben. Nee, so nicht. Wieso denn nicht? Steigung zu groß. Da müssen wir erstmal ein bisschen nach unten gehen, wa? Aber der will hier gar nicht unbedingt weiter nach unten gehen.
So, dann gibt es aber nochmal so ein Zugsymbol. Von wegen hier auf der rechten Seite fahren. Und von hier aus gesehen muss er auf dieser Seite fahren. So, dann haben wir hier nämlich einen neuen schönen Streckenabschnitt und die können deutlich weiterfahren, müssen nicht immer so ewig warten. Jetzt sehen wir nämlich, guck mal, er fährt von hier los. Hat noch keinen Stahl mitgenommen, weil das Stahlwerk erst für die neue Linie anfangen muss, Stahl zu produzieren. Obwohl eigentlich für Linie 2 doch genug Stahl da ist. Ach, er fährt vielleicht erst nach unten. Holt erst Kohle und holt dann Stahl, ne? Das kann durchaus sein. Und er fährt jetzt hier hin. Ja, ist ja gut. Ausnahmsweise noch mal Geld nehmen. Unsere Geldgeber beide Augen zudrücken und uns ein weiteres Mal erstmal nicht. Das ist aber definitiv das letzte. So, Malmö hat fast ein bisschen viel Nahrung, ne? Also 18%. Jüköping hat 9, Göteborg ist immer noch nichts angekommen. Hier ist ja immer noch eine Bushaltestelle. Glaubt ihr das? Ich glaube das nicht. So, einmal kurz wieder. Achso, das sind die 9, genau, das passt. Ja, gehen wir nochmal wieder kurz im Pause-Modus lieber. Und zwar, jetzt machen wir nochmal neue Linien von hier. Bin gespannt, ob wir das irgendwie noch hinkriegen. Ist ein wirres Zeugs auf jeden Fall. Hier hin. So, Linie 11. Neue Linie. Nochmal von hier hin. Nach hier hin. Obwohl der schon ganz gut ist. Der ist ja schon fast bei 10% angekommen. Nur der Göteborg braucht auf jeden Fall nochmal ein bisschen. Linie 12 kriegt 1, Linie 11 kriegt 2, mindestens 3 vielleicht eher. Wir haben hier bestimmt noch welche. Linie 11. Und Linie 12. So, bin mal gespannt. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Ne? Wenn wir gucken, wir hatten irgendwie 6 Jahre Zeit, um, glaube ich, alle mit 10% zu versorgen, oder? Deutschland, das geht ja gut versorgt. Erreiche in weniger als 6 Jahren eine Versorgung mit Lebensmitteln von 10% in den betroffenen Städten. Wann sind wir angefangen? Wo steht das? Steht hier immer nicht, ne? Wir müssen das irgendwie über das Finanzmenü oder so rausfinden. Und wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft sonst unsere Industrien selber bauen. Wir haben hier ja den Industriebutton, dass wir selber Industrien auch bauen können. 14 sind wir angefangen. 1, 2, 3, 4. Das ist das 5. Jahr. Also wir können überlegen, Ende des Jahres, wenn es überhaupt nicht läuft, damit ist es wahrscheinlich zu spät, ne? Wir müssen ab jetzt alles dafür Sorge tragen, dass wir irgendwie 10% in alle Städte hinkriegen. Also Stahl liegt jetzt hier mittlerweile ja genug. Linie 4. Hier wartet viel zu viel Stahl auf die Linie 4. So, Linie 4. Machen wir gleich nochmal 2, die ein bisschen Stahl wegtransportieren. Aber jetzt wird ja auch deutlich mehr Stahl hier angeliefert werden, da bin ich mir sicher. So. Hier wartet noch nichts. Da soll aber gleich anfangen, Lebensmittel zu warten, sobald der hier mehr wieder produziert. Hier warten für Linie 8 noch 17 Lebensmittel. Linie 8. So. Können wir von hier noch eine Linie machen? Oder hatten wir die schon? Yes. Die Linie fährt gar keine. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich nehme nochmal Malmö Anbau nach Göteborg. Göteborg ist ja aktuell mit Abstand am schlechtesten versorgt. Linie 13 kriegt auch noch ein Fahrzeug. So, Linie 13 bekommt auch noch ein Fahrzeug. Mann, werden das mittlerweile viele Linien hier.
wieder schon fast unübersichtlich. Aber ich glaube, wir haben das halbwegs im Griff. Gucken wir mal hier. Hier ist natürlich noch nichts angekommen. Da wollen wir das hier gleich aufrüsten. Mal gucken mal, was es liegt hier. Guck mal, hier liegt schon richtig 20. Und hier liegt auch 20. Ja, dann mehr LKWs, die jetzt Schlacke und Steine hier. Einmal Linie 9. Einmal Linie 10 wird das wohl sein, ne? Ja. Davon brauchen wir noch mehr. Kaufen wir noch mal, ein bisschen Geld haben wir ja gerade noch. Straßenfahrzeuge kaufen, noch mal 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und jeder kriegt noch mal 2. Linie 9, 1. Und... Oh. 9. 10. 10. So, liebe Leute, ich bin gespannt. Wir haben jetzt noch knapp ein Jahr Zeit, das Ziel zu erreichen. Das ist ja Lagerhaus, ist das nächste Ziel. Das müssen wir jetzt nicht zwischendurch kriegen, das müssen wir als nächstes schaffen. Da sind wir auf jeden Fall jetzt in Arbeit. Gucken wir, wartet hier schon Lebensmittel für Linie 7, warten 2 und für Linie 8 wartet 10. Hier ist noch gar nichts angekommen oder was, aber es ist doch eigentlich, es ist verbunden. Linie 4 ist wieder einer zu viel, kann zurück ins Depot. Und hier liegt so viel Kohle. Fahren die... Doch, fahren noch. Hier kommt wieder neue Stahl. War schon mal nicht ganz schlecht. Oh, Jöpinik hat jetzt 20% Lebensmittelversorgung. Wieso denn so viel? Nur nervig, Göteborg hat noch gar nichts irgendwie. Wieso denn nicht? Ja, du musst eigentlich mal zurückfahren, ne? Weil wir dürfen nicht über 30... Ja, okay, jetzt ist wieder ein bisschen runtergesackt. Ist in Ordnung. Ja, hier produziert er genug Schlacke. Stahl wird auch immer mehr produziert. Guck mal, wir haben schon wieder 1,9 Millionen. Jetzt läuft es aber auf einmal geldtechnisch auch richtig. Richtig zacki zacki. Dann können wir hier nochmal 4 Straßenfahrzeuge nachrüsten. Damit wir diesen Bau da noch abschließen können. Oder wir schicken gleich nochmal ein bisschen mehr nach Göteborg. Also, 2 für 9. Das ist ja auch echt ein verdammt weiter Weg. Und 2 für 10. Gut. Da werden auf jeden Fall Steine produziert und hier kommen dann vielleicht auch irgendwann Steine an. Dann würde ich sagen, haben wir für heute doch wieder ganz gut was erreicht. Hier ist mittlerweile unzählig viel Kohle. Die Lebensmittelindustrie fängt langsam an zu laufen und das gucken wir uns dann morgen nochmal an, ob wir das noch ein bisschen besser hinkriegen. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr unterstützt mich mit einem kleinen Like oder einem Kommentar und bleibt dabei. Bis dahin und tschüss.